Hallo, Minecraft-Freunde, weiter geht's in... weiter geht's in Wir wollen Mods, wieder eine neue Folge. Und wir wollen euch eine... Nein, wir wollen keine Maultrommel vorstellen. Wir wollen eine Mod vorstellen, die die Items etwas anders darstellt als normal. Und zwar, ja, das verändert auch die Physik im Gesamten. So, wir nehmen mal sowas hier, so Holzsachen, Steinsachen, so ein paar unterschiedliche Sachen. Wir probieren auch mal so ein bisschen aus, was hier wie funktioniert. So, jetzt haben wir hier die Items. Gille. So, normalerweise gehen die Items ja unter, kennt ihr ja, ne? Oder hier, wenn wir sie hinwerfen, allein schon das hier, das ist auch geil. Ja. Und guck mal, was passiert, die fallen wenn du ganz Stack von was hinschmeißt. Guck mal. Blub. Ja, es stapelt sich. Genau. Machen wir das mal. Moment mal, das war... wie war das nochmal? Inventar mit der Maustaste. So. Genau, String und... Genau. Es geht nicht mit allen Items so, stelle ich gerade fest. Also mit Blöcken, das stapelt sich nicht so, aber es bleibt aneinander. Ja. Gut, und du kannst die auch so jetzt, einzeln schmeißen. Ja, jetzt warte mal. Jetzt werfen wir hier mal. Ihr habt ja gesehen, die Steine, die sind so abgesunken, ne? Flupp, unten waren sie. Oder hier die Eisentüren. Jetzt werfen wir mal das hier rein. Das ist aus Holz. Guckt mal, was passiert. Blöck. Es schwimmt. Die Eisentür schwimmt nämlich. Hier. Ne, es ist ja auch Eisen. Eisen geht unter, ne? Aber hier, das geht wieder unter. Mal gucken, was bei Glas passiert. Glas geht auch unter, war ja klar. Redstone schwimmt nicht, das ist hart. Okay, ich hätte jetzt gehofft, dass Redstone schwimmt. Aber das Ei da schwimmt. So, dabei schmeißen wir mal Wolle rein. Wolle schwimmt. So, und ich baue Lava. Yeah. So, also Holz schwimmt. Mach mal hier mal so einen Stamm ins Wasser. Schwimmt das? Schwimmt. Yeah. So, ach so, mit der Lava, genau, da war ja auch noch was. Warte. Ja, man muss ja mal bauen. Ja, dann bau mal. Bin der Baumeister. Jo, das ist schön. Jo, wo sind denn? Ach ja. So, dann hier. Genau. So, Lava. So, jetzt schmeißen wir da mal so ein bisschen was durch. Ihr seht, die Wolle verbrennt. So, ja, das schmeißt man auch. Schmeiß mal Glas durch, guck mal. Glas auch durch. Fällt durch. Die Eisentür auch. Stein verbrennt nicht. Also ihr seht schon die... Lava-Eimer verbrennen. Zack. Lava-Eimer verbrennen? Echt jetzt? Ist doch Metall eigentlich. Ja. Was weiß denn ich? Jo, verbrennt. Na ja, gut. Und Wasser? Nein, Wassereimer geht durch. Wassereimer geht durch. Ja gut, das löscht ja dann gleich, ne? Also, die Physik wird hier gänzlich verändert. Ich finde, das ist eine geile Mod. Also, es verbrennt nicht mehr alles, verbrennt nur noch das, was normal verbrennen würde, ne? Und hier unten ist Wasser. Ja. Also, die Holzsachen verbrennen auf jeden Fall alle. Nur die Steine nicht mehr. Ja, yeah, die fallen hier durch. Zack. Oh, Leiter verbrennt nicht? Nee. Das ist aber seltsam. Weil theoretisch müsste sie ja auch verbrennen. Ist ja aus Holz. Aber okay. Macht wer? Sage ich. Schnee verbrennt, ja. Was ist mit Blumen? Hast du Blumen schon ausprobiert? Blumen verbrennen. Drachenköpfe auch nicht. Ui, okay, ist der und groß. Wenn ich den aufsetze, hat nicht gezischt, das heißt, es ist nicht verbrannt. Ofen. Ofen fällt auch durch. Ah, Metos, ja. Guck mal, ich bin gefährlich. Das heißt, seht ihr also, nicht alles verbrennt mehr mit dieser Mod. Und verschiedene Sachen, die eigentlich schwimmen würden, schwimmen hier auch. Wie zum Beispiel Wolle, Holz. Guck doch mal her. Gut, Eier schwimmen auch. Schwimmen Eier wirklich? Weiß ich gar nicht. Hab ich noch nie probiert, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Jetzt guck doch mal her. Ich gucke. Oh je. Ist klar. Geht der Mund automatisch auf und zu? Ja. Bleib mal stehen.
Ne, wenn du stehen bleibst, macht er nichts mehr. Jetzt beweg dich mal. Warte mal, Effi. Jo. Oh! Yeah! Okay, aber uns geht es ja um diese Mod hier. Amboss dürfte eigentlich auch nicht verbrennen, Köpfe ne? Jo, verbrennen verbrennen nicht. auch nicht. Warte mal. Amboss dürfte eigentlich auch nicht schwimmen. Ne, geht direkt unter. Flupp, weg war's. Flupp. Sammeln wir die Sachen mal ein. Weißt du, was cool wäre, wenn man hier Sand durchschmeißt Und und wie es kommt gesagt, ihr ein seht ja, Glas dass die raus? Sachen schon ganz anders da fallen. Ne? Oder stapelt sich dann noch im Nachhinein. Das stapelt sich immer höher. Also ich werfe hier gerade die Sachen so einzeln raus, ja mal. Und das stapelt sich immer weiter. Cool. Also schon mal eine geile Sache. Also, Item Physics ist, nicht Physics, Physik, Item Physik, ist schon mal auch eine geile Mod. Allerdings funktioniert nicht auf dem Server, nur im Singleplayer, es sei denn, der Server hat diese Mod auch installiert. Also dann funktioniert halt Ja. nur dieses optische Zeug auf dem Ja, Singleplayer und halt. bitte dran denken an yama@yamacraft.com. Könnt ihr eure Bilder schicken, wenn ihr was gebaut habt mit den Mods, die wir vorstellen? Also Naja, was wollen wir sprich, denn hier mit ja, bauen? hier mit der nicht, aber mit der letzten vielleicht, die wir Oder zum Beispiel mit vorgestellt der haben. More Pistons Mod, die ich mal vorgestellt habe auf meinem Kanal. Das können wir übrigens auch nochmal durchnehmen. More Pistons Mod, falls es das noch für die 1.11 schon gibt. Dann Müsst schauen mal wir. gucken. Also wir sind jetzt hier auf der 1.11, ne? Wir sind Ja. jetzt hier auf der 1.11. Nein, auf der 11.1.2. 1.11.2. 1.11.2, ja gut. 1.11.2. Gut, okay. Ich hoffe, es gefällt euch. Sage bis dahin und tschüss. Bitte.